Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Klaus Lang. Ich bin Arzt von Beruf in den Spezialisierungen Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Intensivmedizin. Ich bin Direktkandidat im Wahlkreis Altötting und Mühldorf. Und wie meine geschätzten Vorredner alle schon ausführlich gesagt haben, leben wir in einem kranken Land. Und Bestandteil dieses kranken Landes ist auch ein krankes Gesundheitswesen. Und das wird in Zukunft einer meiner Schwerpunkte sein. Denn wir brauchen als erstes ein Entbürokratisierungsprogramm der stationären und ambulanten Medizin sowie auch der gesamten Krankenhäuser. Denn die gesetzlichen Krankenkassen geben insgesamt 60 Milliarden Euro, das sind 25% des gesamten medizinischen, des Gesamtbudgets für nicht medizinische Leistungen aus. Die Pläne zur Konzentration auf wenige Großkrankenhäuser zu Lasten der Flächenversorgung vor Ort müssen unbedingt gestoppt werden. Wir brauchen ein ausgeglichenes regionales Mix verschiedener Krankenhausträger und die Krankenhäuser selber müssen entscheiden dürfen, ob sie interne Wirtschaftsdaten an staatliche Zentralstellen übermitteln, denn letztere es ermöglicht eine staatliche Preispolitik zum Nachteil effizient arbeitender Krankenhäuser. Wir brauchen weiterhin eine einklagbare Zahlungsverpflichtung ab 3 Monate Zahlungsverzögerung im dualen Krankenhausfinanzierungssystem, denn der Staat verweigert den Krankenhäusern häufig seine gesetzlichen Zuschüsse zum Betrieb der Immobilie. Wir brauchen weiterhin eine transparente Leistungs- und Kostenkontrolle mit Pflicht zur Übermittlung der Abrechnungskosten an jeden Patienten. Jeder Patient erhält eine Rechnung, denn das erschwert den Abrechnungsbetrug und würde manche Missstände auch im Rahmen der Corona-Krise jetzt mit Abrechnungsbetrug und Maskenbetrug und so weiter verhindert haben. Wenn wir bei dem Personal die weitere Abwanderung der Ärzte stoppen wollen, dann brauchen wir eine 2-jährige Bedarfsermittlung der ambulanten Versorgung anhand der Morbiditätsstatistik und des Bedarfs verschiedener Fachrichtungen mit dem Ziel einer ausgewogenen, ambulanten, flächendeckenden, fachärztlichen Versorgung über alle Fachrichtungen hinweg. Wir brauchen einen Stopp der planwirtschaftlichen Flatrate-Medizin und Ersatz durch leistungsorientierte Bezahlung und die Versicherten, und da die Versicherten einen unbegrenzten gesetzlichen Leistungsanspruch haben, kann es nicht sein, dass die Ärzte mit ihrem Privatvermögen bei staatlich festgesetzten Budgetüberschreitungen haften. Das ist ein Widerspruch, der aufgelöst werden muss. Wir brauchen also die Freiheit für Ärzte und gesetzlich versicherte medizinische Leistungen jenseits der Budgetierung auf privater Basis vereinbaren zu dürfen. Wir müssen aber auch die Ausgaben von medizinischen Leistungen stoppen an Bevölkerungsgruppen, die gar nicht versichert sind oder zumindest hier keinen Beitrag geleistet haben. Das heißt, Zuwanderer und andere Nichtdeutsche, die keinen versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis über eine Mindestzeit von einigen Jahren nachgekommen sind, dürfen keine Leistungen aus der gesetzlichen Krankenkasse erhalten. Und es kann auch nicht sein, dass Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse an im Ausland lebende Familienmitglieder ausgereicht werden von in Deutschland lebenden Ausländern. Denn auf diese Weise können ganze Großfamilien quasi einer medizinischen Versorgung sozusagen unterzogen werden, obwohl sie hier gar nicht leben und auch nicht einzahlen in die Versicherung. Und eben ein Bestandteil der großen Kosten der illegalen Migration sind, dass es eine Begrenzung medizinischer Leistung von Migranten auf dem Niveau der absoluten Grundversorgung geben muss. Gegenwärtig ist es eben so, dass die medizinischen Leistungen für Migranten höher sind als die von Privatpatienten. Das muss geändert werden. Vielen Dank. Applaus